Ja, guten. Bleiben Sie nur hier. So entlassen wir Sie jetzt nicht. Ja, meine Damen und Herren, auch ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Georg von Schnurbein. Ich bin der Leiter des Center for Philanthropy Studies an der Universität Basel und habe das Vergnügen, diese Diskussionsrunde heute hier zu moderieren. Ja, jetzt haben Sie uns hier eine ordentliche Vorlesung gehalten. Ja, ein starker Tobak. Ja, Tabak wird auch noch eine Rolle spielen. Ja, genau. Jetzt habe ich aber eine Frage. Also Sie, natürlich kreiden Sie hier jetzt ein bisschen das Verhalten sozusagen der Großinvestoren an. Aber wenn ich jetzt das Verhalten der Gesellschaft anschaue, sagen wir mal, Frau Klatten kauft sich von ihrem großen Geld eine Luxusjacht, dann wird sie damit in der Bunten abgebildet oder in der Gala und den es interessiert, der schaut sich das an. Wenn sie damit eine Stiftung gründet und das Geld dann investiert, dann wird irgendein Investigativjournalist ihre Investitionsanlagen anschauen und sie am Ende brandmarken dafür, wenn sie falsche Investitionen getätigt hat. Also belohnt ja auch die Gesellschaft anscheinend das gute Wirtschaften nicht. Ja, das kann so sein, das liegt aber an der... Ja, ja, das kann so sein, wie zu leise, das kann so sein, aber das ist natürlich kein, das entspricht ja gerade eben, das Reflexionsniveau der Gesellschaft ist ja gerade zu heben, das ist ja nicht so hinzunehmen. Und ja, das ist ein eigenartiger Zusammenhang, Sie machen wahrscheinlich eine richtige Beobachtung und ich würde das eben zurück, ich würde sozusagen, ich würde das zurückgeben und Publikumsbestimmung betreiben, also wenn so will, also Kritik dessen und wahrscheinlich eher die Journalisten, die klar nicht reflektiert genug die Dinge betrachten. Wenn wir schon bei Warren Buffett sind, der hat ja auch gesagt, dass Umsetzen schwieriger ist als Umsatz machen. Und also Umsetzen meint er natürlich das philanthropische Engagement. Bill Gates hat es so ausgedrückt, spending money intelligently is more difficult than earning it. Und seine Kritik ist etwas, oder seine Aussage, auf der das beruht, ist, dass Warren Buffett sagt, dass Unternehmen ja eigentlich immer nur nach den niedrig hängenden Früchten greifen. Also das, was den schnellsten Gewinn verspricht, das machen Unternehmen, während hingegen Non-Profit-Organisationen ja eigentlich an langfristigen Zielen mit oftmals komplexen Lösungen arbeiten. Ist es dann nicht auch so, dass wir dann irgendwie zwischen Unternehmen und NPO unterschiedliche moralische Erwartungshaltungen haben heutzutage? Ja, es ist die gleiche Frage, würde ich wieder zurückgeben und Missverständnis. Ja, wenn das aus der Sicht von Warren Buffett und Bill Gates so ist, dann haben sie wahrscheinlich falsche Unternehmen geführt. Ich glaube, dass es viel anspruchsvoller ist. Also was ist gute Unternehmensführung? Gute Unternehmensführung ist nicht, einem einzigen Zielwert zu folgen, das ist falsch. Ich kann Ihnen sagen, Gewinnmaximierung ist unter gar keinen Umständen rechtfertigungsfähig. Das liegt an der Maximierung, nicht an den Gewinnen. Gewinnerzielung ist natürlich notwendig für, sich im Markt zu bewegen, sonst kracht das finanzielle Gleichgewicht zusammen, man muss Überschüsse erzielen, positiv und nicht negativ. Aber das ist die Idee des Sozialunternehmertums. Ja, das ist ein neues Verständnis von Unternehmensführung. Das im Ganzen so zu betreiben, dass man ja, die Rechte aller Beteiligten betroffen und wahrt und möglichst die Gesellschaft voranbringt. Und das, glaube ich, ist viel anspruchsvoller. Und lassen wir nur einen Satz sagen, das Stiftungswesen kann ja vielleicht, unsere Fragen zeigen ja auch davon, dass das Reflexionsniveau in der Gesellschaft davon ziemlich tief ist und auch in den ökonomischen Wissenschaften sehr tief ist. Ein Beitrag der Stiftung könnte ja auch sein, das Reflexionsniveau zu heben. Vielen Dank, Herr Thielemann, Sie dürfen Platz nehmen. Auch die anderen Panelisten darf ich bitten, sich auf ihre Plätze zu geben und ich werde sie dann kurz vorstellen. Ja, ich wurde schon. Ich nutze diese kleine Unruhe hier, um Ihnen auch gleich mal die Aufgabe zu geben, machen Sie sich Gedanken. Wir werden nachher mal kurz das Podium auch öffnen und dann können Sie gerne Fragen stellen und Ihre Meinung auch sagen. Ja, meine Damen und Herren, nachdem jetzt Ulrich Thielemann uns sozusagen ein ethisches Fundament für diese Diskussion gegeben hat, möchte ich Ihnen gerne die drei weiteren Diskutanten vorstellen und will das so machen, dass ich jedem von diesen Herren kurz ein paar Fragen stellen werde, damit sie sich sozusagen dabei auch gleich vorstellen können.
Zuerst meine Frage an Sie, Herr Kaspar Müller. Sie haben Ökonomie studiert und dabei gelernt, wie die Märkte funktionieren. Wie kam denn dann die Ethik in Ihren Lebenslauf? Das war nicht der 1. Oktober, sondern der 1. November. Auch ein ganz wichtiger Tag. Das war die Sandow-Katastrophe in Basel. Ich arbeitete damals auf der Bank Sarasin und die Frage, die man uns Analysten stellte, was macht man jetzt mit der Sandow-Aktie? Die Antwort war in wenigen Sekunden gefunden, buy und bad news. Und das hat mich, ich sage es auf Baseldeutsch, richtig abpupft, weil in dieser Nacht hatte ich Angst und am nächsten Tag sollte ich wieder nur noch Finanzmarkt denken und ich habe irgendwie realisiert, dass die Finanzmärkte nicht im luftleeren Raum funktionieren, sondern eben mit unserem realen Leben eine Schnittstelle haben und seither befasse ich mich mit diesem Thema. Sie waren bis letztes Jahr Mitglied der Fachkommission SwissGAP Fair, sind aktuell Präsident der Stiftung Ethos und Verwaltungsratspräsident der Responsibility Social Investment AG. Ist das die gute Seite der Wirtschaft, die Sie vertreten? Ja, natürlich bin ich völlig motiviert und empfinde es als ein Privileg, für diese beiden Organisationen tätig zu sein. Aber man muss immer sagen, niemand kann sagen, was gut und was schlecht ist. Und die Ethik geht ja davon aus, dass wir reflektieren, was ist gut und was ist schlecht. Wir müssen für uns diese Antwort finden und verschiedene Menschen finden andere Antworten auf, was ist gut und was ist schlecht. Aber selbstverständlich, was für mich eben wichtig ist, wenn es auch in die Schnittstelle mit den Finanzmärkten geht, geht es um die Wirkungszusammenhänge. Ich denke, wir müssen die Thematik der Entstehung des Geldes vertiefen, denn jedes Unternehmen, das etwas erwirtschaftet, hat eine Wirkung und jedes Unternehmen hat eine gute Wirkung und hat Nebenwirkungen, die wir nicht wollen. Es gibt nicht das gute Unternehmen oder das schlechte und wir müssen diese Wirkungen gegeneinander abwägen. Und bei Ethos ist es jetzt so, dass wir durch unseren Dialog, durch das wir aktiv mit den Unternehmen den Dialog führen und auch den Mut haben, unsere Meinung zu sagen, eine Wirkung erzielen können im Sinne dessen, was wir für gut halten. Und bei Responsibility ist natürlich das Musterbeispiel eines Unternehmens, das eine Wirkung erzielt, das ich denke, die man wirklich als gut bezeichnen kann, denn die Entwicklungen, die Märkte, die wir mitentwickeln in Entwicklungsländern, da kann man wirklich eine Wirkung nachvollziehen und das finde ich entscheidend. Meine Damen und Herren, ich entschuldige mich für die technischen Probleme. Es ist nicht so, dass hier irgendjemand zensuriert, wenn irgendwas gesagt wird, was nicht erwünscht wäre. Donald Tillmann, Sie haben an der ETH Zürich und am MIT Umweltwissenschaften, nenne ich es mal, studiert und dann am Wasserforschungsinstitut EAWAG doktoriert. Nach einem kurzen Ausflug in die Finanzbranche zu Sustainable Asset Management sind Sie zurück an die ETH. Warum sind Sie nicht Wissenschaftler geblieben? Ich glaube, ich bin immer noch Wissenschaftler. Ich verstehe und versuche, die Wissenschaft zu verstehen und zu verstehen, was die Wissenschaft auch antreibt. Von dem her war mein wissenschaftlicher Hintergrund sehr hilfreich. Aber mich hat es zurück an die ETH und an diese Stelle getrieben, weil ich beseelt bin, auch Gutes zu tun. Und für mich heißt das, und Fortschritt zu erzielen. Und ich glaube, durch Philanthropie und durch Zuwendungen an die Hochschulen, die Fachhochschulen, die anderen Bildungsinstitutionen, kann man wirklich etwas beschleunigen und Fortschritt erzielen. Sie sind Geschäftsführer der ETH Zürich Foundation. Würden Sie die Berufsbezeichnung Fundraiser stehen lassen? Würde ich stehen lassen. Ich würde das noch ergänzen, vielleicht mit strategischen Partnerschaften. Da geht es mehr als nur um Geld zu sammeln, das ist etwas zu billig. Es geht ja darum, etwas zu tun, gemeinsam auf eine Reise zu gehen und Themen zu fördern, die einem wichtig sind. Und von dem her entspricht das mehr einer Partnerschaft als einer Geldsammelaktion. Eines Ihrer Hobbys, haben Sie gesagt, ist Segeln. Sitzen die Schweizer Hochschulen in Bezug auf private Finanzierung lausig in Lee, also in der windabgewandten Seite? Ja, vielleicht andere Nationen haben früher begonnen, dieses Thema aufzunehmen und private Mittel für Hochschulen zu versuchen zu gewinnen. Aber in der Segelsprache würde man sagen, Lee for Louvre, also das Schiff in Lee hat Vortritt. Und wenn wir es gut machen, können wir da sicher noch einiges aufholen.
Zuletzt, Stefan Rissi, Sie haben es schon gehört. Sie haben es schon gehört. Ja. Wir müssen mal sehen, dass wir das... Ja, jetzt bin ich wieder. Ja. Er ist Geschäftsführer der JTI Foundation. Sie haben Philosophie und Literaturwissenschaften studiert, in Philosophie promoviert und dann als Dramaturg am Opernhaus Zürich gearbeitet. Welche Rolle in einer Oper oder in einem Theater passt am besten zur JTI Foundation? Ja, es ist etwas schwierig zu sagen. Wenn ich die Ausführungen von Ihnen angehört habe, würde ich meinen, dass wir vielleicht die größten Chancen hätten in einer Opera Buffa, wo richtig viel gelacht wird. Offenbar hat die Verbindung Multinational und Philanthropie ein gewisses humoristisches Potenzial, das verstehe ich schon. Also wahrscheinlich wäre das, was wir am nächsten etwa zugeteilt bekommen würden, zunächst einmal. Ja, die JTI Foundation hat ja einen Namen, der mehr versteckt, als er verrät. Warum ist das so und welchen Zweck verfolgt Ihre Stiftung eigentlich? Der Name ist eigentlich so gewählt, dass er möglichst wenig verstecken soll und Transparenz generieren soll mit Blick auf die Frage, was für Geld hinter der Stiftung steht, die eine gemeinnützige Stiftung ist. Aber wie schon gesagt wurde, leider sind wir nicht der weltgrößte, wir sind bloß der drittgrößte Tabakkonzern. Aber es ist Japan Tobacco International, eine Firma mit Hauptsitz in Genf, die hinter der Stiftung steht, finanziell und sie alimentiert. Und das ist eigentlich auch sehr wichtig, dass das jedem ohne weiteres klar ist, der mit uns zu tun hat. Und was ist der Zweck? Also die Stiftung ist engagiert in einem Bereich, der ganz losgelöst ist von den Firmen. Operationen. Wir machen ausschließlich Projekte im Bereich Disaster Management, also vor Natur und anderen Katastrophen und auch nachher Prevention und Disaster Relief Projekte weltweit. Katastrophenhilfe. Also ja. So. Ja. Ja, die meisten Stiftungen investieren ihr Vermögen, um den Ertrag für gemeinnützige Zwecke einzusetzen. Nun wird immer häufiger gefordert, dass man schon bei der Vermögensanlage den gemeinnützigen Zweck berücksichtigen sollte. Herr Müller, worauf sollten Stiftungen bei der Investition ihrer Mittel achten? Also bei der Investition der Mittel sollten Sie bestimmt darauf achten, dass Sie mit der Investitionspolitik nicht das Gegenteil dessen machen, was Sie erreichen wollen. Also wenn wir den Tabak nehmen, ich beurteile jetzt nicht den Tabak, aber die Lungenliga sollte bestimmt nicht in Tabakaktien investieren. Das ist ein klassisches Beispiel. Herr Thielmann, macht die Herkunft das Geld gut oder eben entscheidet nicht vielmehr die spätere Verwendung des Geldes auch? Also wir haben ja von Herrn Thielemann gehört, dass er dem Primat der Gelderschaffung oder Entwicklung zubemessen würde. Würden Sie das genauso sehen oder würden Sie sagen, man kann halt danach dann auch noch was Gutes mit dem Geld anfangen? Ich glaube, es ist schon sehr wichtig zu wissen, wo das Geld herkommt und jede Organisation muss sich da klar sein und ihre eigenen vielleicht Grenzen und Richtlinien haben, was für sie richtig und weniger erwünschenswert ist. Weil die Reputation der Organisation, die man letztlich dann oder die Projekte, die man fördert, die hat schon mit dem zu sagen. Also ich glaube, es ist wichtig. Ich würde die Welt anders sehen als Herr Thielemann, aber für mich sind jetzt Unternehmen nicht, ich sehe das alles nicht so negativ, auch wenn man Gewinne macht, das ist eine andere Diskussion, da gibt es vielleicht verschiedene Positionen. Aber ich glaube, es ist wichtig zu wissen, wo das Geld herkommt und ganz alles Geld soll man nicht annehmen und es gibt da eigentlich eine Nulltoleranzpolitik, die man aber selber definieren muss. Die man definieren muss im Stiftungsrat. Herr Thielemann, der Geist des Gebens ist selten ein reiner Altruismus, sondern es mischt sich auch immer eine Portion Eigennutz darunter. Wo ist für Sie eine rote Linie, wo sozusagen das Ganze kippt und man sagen muss, das ist jetzt keine gute Verwendung oder keine gute Philanthropie mehr? Also ich würde es zunächst mal zurückweisen, ich habe das leider nicht ausführen können. Ich würde dieser Cut zwischen Altruismus und Egoismus, den sollte man einfach in den Mülleimer werfen.
Aber ich lasse es mal. Es ist Ausdruck, wohlverstandenerweise ist es Ausdruck einer Verantwortung. Wenn er sich dabei gut fühlt, ist das gut. Aber worüber sprechen wir? Wir sprechen über Gemeinnützigkeit und verdient das die Etikette Gemeinnützigkeit? Und es verdient das die Etikette nicht, wenn es eine Investition ist. Und zwar, wenn ich von Investition spreche, manchmal in den eigenen Vorteil. Man spricht manchmal unklar über Investitionen. Das meine ich damit strikt, ja. Und dann sollte man das zumindest, man sollte das dann einfach offen und anders etikettieren als, was weiß ich, Sponsoring oder was immer es sei. Häufig ist es sehr komplex, was es ist. Ich habe mich auch gefragt, warum macht die UBS das zum Beispiel? Und ich habe mir so einen kleinen Blog-Eintrag gemacht. Ich würde sagen, die erwarten doch ein Return on Investment. Warum sagen die nicht, welchen Return on Investment die erwarten? Dann können wir besser beurteilen, was wir dafür halten sollten. Und das würde ich sagen, die Pflicht, die dann der Donner hat, ist eben seine Motive offen zu legen. Ich glaube, das ist nicht zu viel verlangt. Und das ist ein Stachel auch, den man ihm geben sollte. Aber da muss ich jetzt nochmal anmerken, weil wenn Sie sagen, es ist Investition, ist immer zu einem eigenen Vorteil. Und Definitionsgemäß. Ja, gerade beim Sozialunternehmer ist natürlich die Mischung ja genau vorhanden. Also er investiert ja für einen privaten Vorteil auch, aber auch für das Gemeinwohl. Darum meinte ich ja, man sollte diese Unterscheidung in die Tonne werfen, weil es natürlich ganz legitim ist. Ich meine, was soll es denn bitte sein, Altruismus? Selbstverleugnung eigener Interessen. Die entscheidende Frage ist, ob die eigenen Interessen letztlich maßgeblich sind, und zwar die eigenen Interessen, die nicht wieder nach ihrer eigenen Legitimität fragen. Und wenn das der Fall ist, dann ist es nicht legitimationsfähig, ist es trivial, ist es eine Definition. Man muss sich fragen, sind die eigenen Interessen letztlich maßgeblich? Und dann ist es nicht legitim, sondern es muss die Legitimität letztlich maßgeblich sein. Die Berühmbarkeit, die Rechtfertigungsfähigkeit des Handelns. Herr Müller? Ja, die eigenen Interessen sind sicher eine Schlüsselfrage und es gibt viele Beispiele, wir werden sie heute sicher auch noch ansprechen, wo die Eigeninteressen im Vordergrund stehen. Aber ich glaube, man muss wirklich auch betonen, es gibt sehr, sehr viele Stifter oder Geber und Menschen, die Gutes tun wollen, bei denen nicht das Eigeninteresse im Zentrum steht. Was ich feststelle, ist ein Mangel bei unseren Universitäten. Wir lernen immer, how to create value, aber wir lernen nicht, wie gehen wir verantwortungsbewusst mit Vermögen, das wir erworben haben, um. Hier ist natürlich, sind Sie ein gutes Beispiel, aber ja, also ich kann auch ohne Mikrofon reden. Ich sage das Gleiche mit und ohne Mikrofon. Also es geht darum, dass diese Menschen versuchen, jetzt müssen Sie mit dem reden, sonst waschelt es die ganze Zeit. Es geht darum, dass wir vermehrt lernen, das schwierige Problem anzugehen. Was mache ich, wenn ich eine Milliarde habe? Herr Precht hat das sehr gut immer thematisiert. Es ist ganz schwierig, das zu tun. Und es gibt viele Menschen, die hier sehr viel Gutes tun, ohne dass sie darüber sprechen. Und deshalb denke ich, müssen wir aufpassen, dass wir nicht auf die zwei, drei möglicherweise verwerflichen Beispiele die ganze Diskussion abstützen. Jetzt war gerade der letzte Satz, wollte ich gerade raus. Also ich denke, es ist wichtig, dass wir... Die Diskussion ist immer getrieben von diesen einzelnen Peaks, die man auch diskutieren soll und dort auch sich hinterfragen soll, was kann man besser machen, das ist in Ordnung. Aber alle diese Privatpersonen, die spenden, ich auch, Sie alle auch wahrscheinlich, an der einen oder anderen Organisation, weil ich die Organisation gut finde, weil ich weiß, ich glaube, die machen was Gutes mit meinem Geld. So genau weiß man es vielleicht gar nicht. Die Stiftungen, die hier auch vertreten sind, die wollen was bewegen, die wollen diesen Krebs vorwärts bringen, die Bekämpfung, oder die wollen Invalidität. Also das ist, ich finde, wir sollten ein bisschen aufhören, diese 100 Millionen Beispiele zu nennen, die gibt es auch, die müssen diskutieren, aber es ist auch nicht die Mehrheit. Und dort lernen wir bei den 100 Millionen Beispielen, und da glaube ich auch, da können die Universitäten auch noch lernen, wie man das, was man soll und darf. Und da waren vielleicht auch Universitäten zum Teil ein bisschen überfordert, weil das wie ein bisschen viel Geld auf einmal, und man wusste, also da kann man sicher viel lernen, und ich will das, aber wir sollten das mal beiseite lassen. Das geht um die kleinen Spenden, die 500 Franken, die 20 Franken, die 1000 Franken, und das Zurückgeben von Personen, die
die dem WWF was geben wollen, weil sie denken, der Panda-Bär in meiner Kindheit. Oder anderen Organisationen, eben auch Hochschulen. Ich als Hochschulabgänger, ich habe meint, der Staat hat mir 300.000 Franken die Ausbildung finanziert, das hat es etwa gekostet. Ja, da kann ich jetzt schon ein bisschen was geben von dem, was ich mit meinem heutigen Ausbildung jetzt machen kann. Also mich stört diese negative, diese Richtung. Ich glaube, wir müssen uns auf die Masse konzentrieren und nicht nur die paar negativen, vielleicht sind sie negativ oder sie sind mindestens kritisch zu beurteilen, großen Beispiele. Ich möchte vielleicht doch auch noch einen Schritt zurückgehen. Sie hatten angemahnt, man solle doch auch einen sehr genauen Blick auf die Motivlage werfen, wenn gespendet und philanthropisch agiert wird. Dem stimme ich schon zu. Aber schon das Wort Philanthropie sagt es nicht, es geht um Menschenleben und so weiter. Wie plausibel ist es, dass beispielsweise Firmen sich im Motiv der reinen Philanthropie engagieren? Wie legitim ist es, das überhaupt zu erwarten? Wie legitim ist es, das zu erwarten von Leuten, die sich zum Beispiel in dieser Giving Pledge organisiert haben? Heute ganz extrem gefragt, nehmen wir doch an, die ganzen Milliardäre, die Hälfte ihres Vermögens jetzt für sogenannte gute Zwecke alloziert haben, meistens ohne zu sagen, was diese Zwecke sind, vor der Hand, manchmal erst nach dem Tod. Die werden sich bestimmt sehr gut dabei fühlen. Ich frage mich, ob wir wirklich etwas dagegen haben sollten, wenn garantiert ist, dass die Gelder sinnvoll eingesetzt werden im Modus der Gemeinnützigkeit, überprüfbar, transparent und ausweisbar. Ist das wirklich dann das einzige Kriterium der Legitimation, die Motivlage? Ich glaube, das wird uns nicht sehr weit führen, denn Motive sind per Definition immer im Dunkeln. Und ich sehe generell, vielleicht nicht in der Schweiz, aber global den Trend, dass philanthropische Aktivitäten mehr und mehr nach anderen Kriterien beurteilt werden als nach der Motivlage, nämlich nach den konkreten Leistungen, die mit Geldern erbracht werden. Darf ich da auch antworten? Wir sind ja Philosophen, da müssen wir ja nach den Begriffen fragen. Also Sie haben es konsequenzialistisch, das ist der Fachbegriff, argumentiert. Aber was, die Frage ist doch, was geben wir der Etikette, das ist gemeinnützig oder philanthropisch? Das ist ja die Frage. Und ich habe übrigens Motive möchte ich ja gar nicht nochmal sprechen, sondern was ist maßgeblich dabei? Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können jetzt formal nach der Maßgabe fragen, was soll denn damit bewirkt werden? Ich glaube, wir verstehen das. Wenn Sie sagen, wir wollen Gutes bewirken, ja, dann verstehen wir das alle. Und wenn Sie jetzt so argumentieren, dann wüssten wir gar nicht, was der Unterschied ist zwischen dem Gut Philanthropie und Jagd kaufen. Wir wüssten gar nicht den Unterschied. Ja, wir sollen uns damit eben auch darüber streiten, was ist das denn für eine Intention, und diese Intention, ist die verantwortungsvoll oder eben nicht. Und das tut man ja hier und das finde ich sehr gut. Wenn Sie in der Schweiz eine Stiftung leiten, und das betrifft viele hier im Raum, dann wissen Sie genau, was das Kriterium ist zur Beurteilung Ihrer Handlung. Sie haben es genannt, das ist die Gemeinnützigkeit, und es gibt Organe, die das kontrollieren. Und das müssen Sie jetzt unbedingt mitbekommen. Der große Unterschied, ob ich eine Yacht kaufe oder ob ich beispielsweise im Sudan Zelte liefere, damit die Leute da nicht verenden im Schlamm, besteht darin, dass mit der Yacht habe ich und ein paar Jungs, die daran arbeiten, wirklich viel Freude zunächst. Aber bei diesen Sudan-Projekten beispielsweise ist das einfach die breite Masse, die in einer Form davon profitiert. Und zwar ausweisbar, messbar, das kann man vorzeigen. Und es ist die Aufgabe von den Organen in diesem Land, zu prüfen, dass diese Leistungen wirklich eingelöst werden, gemäß Statuten der Stiftung. Darf ich an dieser Diskussion einen weiteren Punkt hineinbringen, wenn es um die Frage geht, darf schlechtes Geld etwas Gutes tun? Einmal mehr, wer entscheidet, was schlecht und gut ist? Und ich gehe davon aus, dass wir über schlechte Beispiele noch reden, deshalb sage ich jetzt ein gutes. Ich habe mal einen Vortrag gehört vom Befreiungstheologen Leonardo Boff und der hat mich tief beeindruckt. Und er hat gesagt, er werde manchmal angegriffen, weil er in Brasilien Gelder von der Novartis-Stiftung verteilt. Und dann sagt er diesen Leuten, dann kommen sie mit mir in die Favelas und sagen einem sterbenden Kind oder einem kranken Kind, ich könnte dich retten, aber ich mache es nicht, weil das Geld kommt von Novartis.
Und da sehen wir, dass wir bei dieser ganzen Diskussion eben auch die Nutznießer, die Empfänger nicht aus dem Auge verlieren dürfen. Und manchmal, also ich empfinde Geld aus der Novartis-Stiftung nicht als schlechtes Geld, aber ich finde die Antwort von Leonardo Boff eben sehr, sehr gut und wichtig. Und da sehen wir, dass wir diese Perspektive nicht vernachlässigen dürfen. Ja, vielleicht in unserer Vorstellung von Philanthropie ist die Idee des Opfers ja irgendwie fest eingebunden. Also es ist vielleicht ein calvinistisches Erbe, dass Wohltätigkeit wehtun muss. Und wenn nun ein Reicher oder ein Unternehmen spendet, tut es dem ja meistens nicht weh. Und ist das vielleicht auch ein Grund, warum dann solche Spenden besonders kritisch betrachtet werden? Oder, ja? Ich würde dem widersprechen, dass Spenden wehtun müssen. Ich verstehe das gar nicht. Also Privatpersonen, wenn die was geben, wenn ich den Bettler auf der Straße 5 Franken gebe, ich habe eigentlich Freude daran. Ich bin meistens dann gut drauf und dann, okay, jetzt habe ich habe ein gutes Gefühl, ich tue mir überhaupt nicht weh. Wenn eine Firma der ETH Zürich mithilft, den neuen Bereich in der Forschung zu stärken, dann hat die Firma sich das überlegt und das ist aus Sicht der Firma so eine Investition in den Forschungspool in der Schweiz, weil ja, entweder die Chinesen sind billiger und es hat mehr, aber wenn wir hier in der Schweiz überleben wollen, dann müssen wir jetzt die Besten haben, also wir machen da mit und geben dann. Das ist nicht weh und schlecht, sondern das ist eigentlich, alle haben Freude daran. Und wir hoffen alle, dass das Geld, das eingesetzt wurde, auch wirklich diese Wirkung erreicht. Und die muss man messen und überprüfen und so weiter und sich Rechenschaft abliefern. Das tut nicht weh. Herr Rissi, Sie sind ja in einer beneidenswerten Situation, denn Sie können ja eigentlich nur positiv überraschen. Das freut mich, dass ich mal dieser Erwartungshaltung begegne. An und für sich müsste die Common Sense sein, wenn Sie mit einer steuerbefreiten und so weiter Stiftung zu tun haben. Aber natürlich, mein Alltag sieht ganz anders aus. Ich bin normalerweise in der Defensive und habe zu erklären, warum eine Firma, zumal aus einer kontroversen Industrie, und wir sind nicht die Einzigen, da müsste man auch mal klären, wo der Strich durchgeht zwischen Nicht-Kontroversen und Kontroversen und so weiter. Aber das ist ein anderes Thema. Da ist man natürlich immer in der Defensive und muss sich erklären, was man tut und warum man es tut. Warum man es tut, das ist sehr schwer zu erklären. Vor allem Exponenten von Industrien, die natürlich sowieso ständig unter Beschuss sind, macht es auch gar nicht so viel Sinn, das zu erklären. Es macht nicht viel Sinn zu sagen, dass wir zum Beispiel glauben, dass wir in der Gesellschaft sehr viel Geld verdienen, wir sind ein wirtschaftlicher Akteur, wir zahlen Steuern und wir meinen, dass ein Teil vom erwirtschafteten Gewinn zurückgegeben werden soll an die Gesellschaft in irgendeiner Form. Man unterschätzt manchmal auch den Common Sense und die Natürlichkeit von Top-Managern von solchen Firmen, die einfach meinen, ob jetzt dem Shareholder 100.000 Franken oder nur 99.000 Franken zurückschicken, das macht gar nicht so einen großen Unterschied, wenn wir mit dem Prozent etwas erreichen können. Natürlich sagt man uns, was ihr erreicht mit dem Prozent, das ist Buying Reputation und so weiter, aber damit kann man eigentlich inzwischen sehr gut leben. Man sagt einfach, man versucht mit diesen Geldern das Beste zu erreichen und es ist auch ganz gesund, dass auf uns natürlich der Leistungsdruck natürlich immens viel höher ist. Ich glaube, das gilt generell für Corporate Foundations und dann ist das eine sehr gute Entwicklung, dass der Leistungsdruck sehr groß ist von innen und von außen. Und in dem Zusammenhang finde ich auch, dass diese Diskussionen sehr gesund sind. Die wichtigste Frage, die man dann irgendwann beantworten müsste, und da habe ich einfach viele Sorgen als Philosoph, weil ich die Argumente kenne und verstehe, man muss schon, wenn man von gutem Geld und schlechtem Geld spricht und dann entsprechend Entscheidungen trifft, muss man sehr genau erklären, was man mit gutem Geld meint und schlechtem Geld, was gute und akzeptable wirtschaftliche Tätigkeit ist und was nicht und vor allem warum. Und viele auch Empfängerorganisationen handeln und argumentieren da oft recht instinktiv und auch wenig vorausschaubar. Ich glaube, es ist ein wirklich wichtiger Punkt, dass NGOs, Nichtregierungsorganisationen, sich hier auch klar positionieren und sagen, dazu sage ich ja, dazu sage ich nein.
und die entsprechenden Argumente bereit haben. Es gibt sehr gute Argumente für sehr viele Entscheidungen, aber es sind immer Argumente und die meisten sind nicht in Stein gemeißelt. Kurze Nachfrage, stehen die NPO bei Ihnen Schlange oder müssen Sie die suchen? Also werden überhaupt an Sie aktiv Anträge gestellt? Ja, wir haben sehr viele Leute, die gerne mit uns arbeiten. Es gibt auch solche, die nicht mit uns arbeiten, zum Teil aus Gründen, die ich sehr gut finde. Beispiel Krebsliga wäre sicher kein guter Partner für uns. Aber ich kann Ihnen sagen, wir haben, wenn Sie die Richtlinien dieser Organisationen anschauen, und wir haben das einmal systematisch gemacht, wären Sie überrascht, wie wenig klar und wie wenig bindend die meisten Organisationen mit solchen Richtlinien arbeiten. 90% der NGOs weltweit haben überhaupt keine solchen Richtlinien. Und das ist sehr interessant zu sehen, die meisten, die dann zum Beispiel bestimmte Industriezweige ausschließen, nennen meistens strategische oder taktische Argumente und fast nie ethische Argumente. Sie sagen, es gibt einen Clash zwischen deiner Firma und der Mission meiner Organisation, das passt nicht. Oder sie sagen, wenn ich Geld von dieser und dieser Bank akzeptiere, verliere ich Goodwill auf dieser Seite, das kostet mich wieder Geld. Das sind meistens solche Überlegungen eher praktischer Natur, nach meiner Erfahrung. Kaspar Müller, und danach werde ich dann mal das Podium öffnen. An Ihr Votum möchte ich etwas anfügen, eine Entwicklung, die ich eigentlich durchgemacht habe am 1. November 86. Da war mir völlig klar, was man tun musste, weil ich war ein Opfer und ich habe vorgeschlagen, das Management der Sando müsste die Löhne mit den Feuerwehrleuten abtauschen, weil die Feuerwehrleute haben das Risiko gemanagt und so weiter. Da war alles klar und ich war das Opfer. Und je länger ich mich mit diesen Thematik Nachhaltigkeit, Ethik befasse, umso spannender und umso schwieriger wird das Leben, umso komplexer werden die vernetzten Zusammenhänge. Und heute bin ich zum Ergebnis gekommen für mich, es ist ein Zwischenergebnis, wir betrachten viele Dinge immer zu schnell nur aus der Opferperspektive. Und ich bin immer Opfer und Täter. Bei allem, was ich hier über Ethik sage, auch in der Anlagepolitik, die ganzen Problematiken der Finanzmärkte, die Pensionskassen sind etwas, das mir sehr nahe steht. Meine Pensionskasse, das ist auch Finanzmarkt, da bin ich sofort auch wieder zum Teil in der Täterposition. Und mir scheint es, wir müssen immer aufpassen, dass wir nicht zu leicht nur die Opferdimension einnehmen, sondern akzeptieren, dass wir mit der Dualität Täter-Opfer umgehen müssen. So, Sie waren jetzt lang genug Opfer unserer Gesprächsrunde, jetzt dürfen Sie Täter werden. Wer möchte einen Kommentar oder eine Frage stellen? Wenn nicht, machen wir hier weiter. Herr Vorlin. Hans-Peter Vorlin, Vorlin-Stiftung. Mich würde interessieren, wie man das ethische Verhalten der größten Investoren auf der Welt, der Staaten, beurteilt, deren Steuersubstrat aus guten und aber auch aus sehr viel schlechten Geldern besteht und das man nie trennen kann. Wie löst man das Dilemma? Also darauf kann eigentlich nur ich antworten. Die Tabakindustrie ist für vieles berühmt, aber unter anderem natürlich auch dafür, dass wir ungeheure Steuersummen abliefern, also in vielen Ländern pro Dollar, den die Firma verdient der Staat 6, 8, 11 Dollar. Das finde ich eine sehr wichtige Frage. Und wenn ich jetzt recht bedenke, habe ich eigentlich keine Antwort darauf. Ich habe sie nur noch zusätzlich positioniert, aber vielleicht jemand anderes. Das war jetzt der Werbeblock. Diese Frage stand ja auch in der Ausschreibung. Ja. Wie kann es sein, jetzt werden die Stiftungen kritisiert, die tun nur was Gutes, aber das Geld von den Unternehmen, also Unternehmerstiftung, das nimmt man gerne. Warum ist das eigentlich so? Wie passt das zusammen? Also meine Antwort dabei ist zunächst mal, dass der Bereich der Gerechtigkeit weiter ist als der Bereich des Legalrechts und beim Staatsanwalt, also beim Recht, Legalrecht. Das ist das eine. Und das andere ist vielleicht auch eine Rolle, die Verwendung, ich glaube, das spielt eine wichtige Rolle, die Verwendung der Mittel sind, zumindest idealtypisch gesehen, natürlich im demokratischen Rechtsstaat demokratisch bestimmt. Und der Stifter, da ist es nicht demokratisch bestimmt, der kann tun, was er will. Und beansprucht dann, das ist verantwortungsvoll, dem Gemeinwohl dienlich,
Ich meine, die Kritik darf man schon üben. Man darf, es ist legitim, die Kritik zu üben. Das ist außerhalb der Legalrechtssphäre. Das ist doch, warum wird das nicht, das kann man damit mit dem Argument meines Erachtens nicht zurückweisen. Es ist legitim, dass man diese Frage stellt, weil er ja selbst handelnder ist und nicht behandelter sozusagen. Ist nicht Opfer, wenn man so will. Also in dem Fall nicht durch die Besteuerung. Darum ist es ein anderes Feld. Man darf sich schon noch fragen, ja, gut, ich lasse es mal. Ich glaub, das ist aber die Erklärung und ich glaube auch zugleich eine Begründung aus meiner Sicht dafür, dass der Diskurs über gutes, schlechtes Geld eben geführt werden sollte und der wird ja auch unvermeidlich geführt. Also man ist eben dann ethisch, es gibt ja eine ethische, ich glaube es gibt sogar so eine ethische Eigendynamik, der die Unternehmenswelt insgesamt unterschied. Und das ist auch der tiefere Grund für den Boom, kann man einer sagen, zumindest konzeptionell, den Boom des sozialen Unternehmertums. Man fragt ihn nach der Verantwortbarkeit des Handelns im Ganzen der Unternehmen. Und so ähnlich ist das auch bei den Stiftungen. Und das ist eigentlich gut so. Man ist so unausweichlich, dass man sich dieser Frage stellt. Und ich freue mich, dass man sich dieser Frage ethisch-redlich stellt, im Prinzip. Und man kommt um die Frage nicht umhin. Man muss Antworten finden. Und man findet ja auch Antworten. Also ich glaube, es ist eben die Frage, stellt sich auch immer wieder als Stiftung, wenn man Donationen empfangen darf, um etwas zu tun, bei uns an der ETH, ja, wo ist die Grenze? Und ich glaube, das wichtige Schlagwort ist schon mal als erstes das Gesetz. Also wenn es eine Firma ist, die da ist, die beaufsichtigt ist, die man kennt den Geschäftsführer, okay, also da muss man mal bisschen den Institutionen vertraut, sagt, gut, also das ist mal der erste Hürde, ist mal genommen. Die Firma ist bekannt, ist transparent, ist beaufsichtigt und so weiter. Natürlich kann man noch zusätzliche Kriterien anwenden, eigene, ethische, die man selbst in der Organisation vorgibt, aber ich denke schon, dass das Allerwichtigste ist das Vertrauen in die Gesetze. Die Gesetze definieren im Wesentlichen, mindestens pro Kulturkreis, was jetzt links oder rechts vom Graben sein soll. Und da würde ich mich mal im Moment dran halten. Herr Müller, Herr Thielemann sagt in seinem Aufsatz auch sozusagen, dass das Steuerzahlen vor dem Spenden kommt. Sehen Sie das auch so? Ja, das Steuerzahlen vor dem Spenden, es gibt eine Ja-Antwort und es gibt eine Nein-Antwort. Jetzt komme ich auf den Fall der UBS, die UBS, die ja diese große, großzügige Spende gemacht hat, aber im Moment keine Steuern zahlt. Und hier sehe ich, weil sie ja eben diese Verlustvorträge hatten, dass man Verlustvorträge vortragen kann, ist eine sinnvolle Konstruktion in unserer Gesetzgebung. Und jetzt stellt sich die Frage, darf jemand, der nicht Steuern zahlt, weil er nachweislich große Misswirtschaft betrieben hat, jetzt aber eine Spende machen und sich mit dieser Spende dann das Lob einholen. Weil dann sage ich auch, Entschuldigung, ich will auch keine Steuern zahlen, sondern eine zweckgebundene Steuer zum Beispiel für den Bruno-Manser-Fonds zahlen. Also dann müssen wir allen Bürgerinnen und Bürgern auch das Recht geben, zu bestimmen, was mit ihren Steuern geschehen soll. Und dann kommen wir in eine große Problematik hinein. Ich denke, da müssen wir noch zwei, drei Antworten, institutionelle Antworten finden, diese Kombination nicht steuerpflichtig aufgrund von Verlusten und Spenden. Ja, also ich muss mich bei den anwesenden Vertretern der CS entschuldigen, so häufig wie die UBS heute schon genannt wurde. Da merkt man ja schon, dass das Ganze funktioniert. Also diese UBS-Spende wollten Sie nicht groß diskutieren, aber die hat zu dem sogenannten Zürcher Appell geführt, in dem Wissenschaftler verschiedener Hochschulen gefordert haben, die unabhängigen und ethisch sensiblen Wissenschaften vor der Einflussnahme durch private Geldgeber zu schützen. Donald Thielemann, als Geschäftsführer der ETH Zürich Foundation sind Sie ja so etwas wie der Market Tender der ETH. Wie viel Unabhängigkeit haben Sie derzeit in Ihrer Auslage im Angebot? Ich verstehe die Frage nicht. Also, ja, einfach die Frage, inwieweit verkauft die ETH Zürich Unabhängigkeit der Universität oder der Hochschule? 0,0%. Und das ist ganz wichtig, ich will das wirklich betonen, das tut man niemandem einen Gefallen, wenn man das tun würde. Und die Hochschulen sind ja in der
unsäglich glücklichen Lage, dass sie so viel Geld vom Staat kriegen. Das ist wahnsinnig, was unsere Hochschulen alle vom Staat kriegen. Die Amerikaner, die kriegen vom Staat viel weniger, die sind wirklich auf diese privaten Zuwendungen angewiesen. Wenn die bei den Amerikanern die privaten Zuwendungen um 10% sinken, dann müssen die 10% Leute entlassen. So, nicht ganz so, aber das haben wir nicht. Also sind wir schon mal in einer Situation, dass wir wirklich nichts tun müssen, nur damit man etwas Geld kriegt. Und das, ich glaube, das ist ganz wichtig. Also das heißt, man muss Nein sagen können, wenn jemand kommt und etwas geben möchte. Man darf aber auch Ja sagen, wenn es passt. Aber man muss Nein sagen können. Und die Hochschulen können das, weil sie nicht, die Gelder, die zusätzlich bewirken, können wahnsinnig viel bewirken. Die Strategien, die Projekte beschleunigen, die ETH selber will, und dort noch einen oben drauf. Das ist wahnsinnig fantastisch und es gibt super Beispiele, was man schon machen konnte. Aber die ETH und die anderen Hochschulen auch, kann Nein sagen, sagen, es passt nicht, das machen wir jetzt, das wollen wir nicht, das tun wir dankend ablehnen. Das ist auch legitim. Und das muss man zwischendurch auch immer wieder mal machen. Sonst verliert man dann plötzlich die Reputation. Ich bin bei meinen Recherchen auch noch auf einen anderen Appell gestoßen, nämlich den Berliner Appell. Also anscheinend appelliert man sehr viel bei den Wissenschaften. Und darin haben sich 2009 zu Beginn der Krise namhafte deutsche Unternehmen dazu bekannt, zu ihren Investitionen in Forschung und Bildung auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu stehen. Es macht also den Anschein, als hätten, wie Sie es ja auch andeuten, die Unternehmer sich gegen den Eindruck erwehren müssen, unsichere Kantonisten zu sein, wenn es um Forschungsfinanzierung geht. Oder ist es einfach nur der Unterschied zwischen Zürcher und Berliner Protestantismus, den wir hier feststellen? Aber Herr Müller, wer zahlt, befiehlt, sagt man ja so schön. Und gilt das auch in der Wissenschaft? Ich hoffe nicht. Und ich würde Ihre Meinung grundsätzlich teilen, bestimmt, wenn es um Grundlagenforschung und solche Themen geht. Aber Sie haben vorher gesagt, ich war jahrelang im Accounting tätig und hier haben wir ein riesengroßes Problem. Ich gebe Ihnen konkrete Beispiele. Es sind aktuell verschiedene Prozesse, Strafuntersuchungen im Gang wegen Urkundenfälschung. Da sind immer auch die Revisionsgesellschaften betroffen. Und jetzt brauchen wir Experten. Und wohin geht man? Zur Universität. Aber jeder Lehrstuhl Accounting steht im Vorwort, wir danken der Revisionsfirma ABC für die Finanzierung des Lehrstuhls. Und damit nehmen wir der Gesellschaft eine wichtige Funktion, die wir eben brauchen, die unabhängigen Experten. Deshalb in der angewandten Wissenschaft, wenn man, Accounting ist übrigens keine Wissenschaft, das ist reine politische Macht, aber man nennt es Wissenschaft. Also in der angewandten Wissenschaft wird das sehr, sehr kritisch und ist übrigens schon lange Usus, ohne dass darüber gesprochen wurde. Also es wurde nie so über diese Unterstützungen der Revisionsfirmen gesprochen, wie jetzt über das Thema bei der UBS gesprochen wurde. Ich glaube doch, dass das eine der Fragen, der wirklich echten ethischen Fragen wäre, die man in dem Zusammenhang Sponsoring und Spenden einmal beantworten sollte. Die Frage nach der Gefahr der Einflussnahme dessen, der unterstützt. Das ist doch nicht von der Hand zu weisen, dass jemand, der eine Nichtregierungsorganisation, der eine Kulturinstitution unterstützt, der eine Universität schwergewichtig unterstützt, irgendwann vielleicht in die Falle geht und irgendwelche Interessen anmeldet. Ich glaube, das ist sicher ein Prozess, der irgendwann stattfinden wird, dass man hier hinlänglich Transparenz schaffen muss, dass man ein Regelwerk entwickeln muss, und das ist in bestimmten Städten, auch in der Schweiz passiert das schon, dass die Öffentlichen sprechen mit den Privaten und mit anderen Spendern, damit man Lösungen findet, mit denen alle leben können, wenigstens insoweit, dass man sagen kann, die Sachen sind in Ordnung. Ich kenne den Kunstsektor sehr gut und ich kann Ihnen sagen, dass es keinem Sponsor im Traum einfällt, irgendeiner Kulturinstitution zu sagen, sie soll jetzt den oder den Künstler machen. Das gibt es in der Praxis einfach nicht. Aber bei Nichtregierungsorganisationen, wo dann teilweise Stiftungen, Sie haben sie genannt, die Bill Gates Stiftung, Milliardenbeträge spricht, muss man doch dafür sorgen, dass klar ist, wie weit die Unabhängigkeit dieser Institution geschützt ist. Das ist keineswegs eine naive Frage.
Ja, das würde ich auch so sehen. Ich glaube, das ist eine echte Gefahr. Also ich kann nur für meinen Bereich, die Wirtschaftsethik hat sich ja nicht etablieren können im Wissenschaftssystem. Das liegt an der, aus meiner Sicht, aus der ökonomistischen Verblendung der ökonomischen Wissenschaften. Die wollen das einfach nicht. Und es gibt ein paar wenige, Lehrstühle für Wirtschaftsethik und die vertreten alle eine, ich würde sagen, eine ökonomisch-extremistische Position. Das ist die Homa-Schule. Und die hat, es gibt eine Ausnahme, Kassel ist auch ein Stiftungslehrstuhl, ist ganz okay, was da gemacht wird, wir haben echtes Interesse daran, das Unternehmen hat es gemacht, aber die meisten, ich weiß nicht genau, wer dahinter steht, also ich kann die Position ja nicht ausführen, also da wird unbändiges Vorteilstreben, Otto und Karl Hohmann zu legitimieren versuchen, das wird als Wirtschaftsethik verkauft, Peter Ulrich hat mal gesagt, da wird die Wirtschaftsethik in der Gegenteil verkehrt, so und dahinter stehen Stifter und Spender und bei einer dieser Stiftungen hat ihren Firmensitz oder ihren Stiftungssitz in Delaware. Eine andere, der Münchner Lehrstuhl ist von Löscher gestiftet worden. Ich meine, wie dem auch sei, ich halte es für hochfragwürdig. Also der Einfluss, da ist ein klarer Einfluss, ich würde sagen inhaltlicher Einfluss, diese Art der Ausrichtung der Wissenschaft wird eben gefördert, eine eher ökonomismuskritische Wissenschaft wird eben nicht gefördert. Und das, um meinen Bereich zu zitieren, und das ist natürlich ein echtes Problem. Und darum ist der Appell der Wissenschaftler ist sehr ernst zu nehmen, auch wenn ich ihn sehr etwas substanzlos fand. Aber ist ja auch darum substanzlos vielleicht, weil ja diese Verträge offenbar nicht offengelegt sind. Und ich, sorry, das ist einfach, sehen Sie es anders? Es ist vollständig inakzeptabel. Aus meiner Sicht ist das vollständig inakzeptabel, das darf man so sagen. Ich finde diesen Zürcher Appell gut. Es lanciert eine Diskussion, die geführt werden muss. Also ich finde das gut, ich kenne nicht die Leute alle persönlich. Es ist gut, wir müssen darüber diskutieren, wir müssen es dem stellen, die Hochschulen müssen sich dem stellen. In den letzten Jahren sind es doch substanziell mehr. Also es ist gut, aber mit den Verträgen, die sind ja gar nicht, also Sie können zu mir kommen, ich zeige Ihnen jeden Vertrag. Die sind, aber das heißt nicht, dass wir den aufs Internet stellen müssen, die sind nicht geheim. Und das muss man, das nehmen die Leute dann zum Teil nicht mehr zur Kenntnis, dass das eigentlich gar nicht geheim ist. Man hätte gerne, es wäre geheim, das gibt eine bessere Story, aber die sind ja gar nicht geheim, man kann kommen und die anschauen. Es soll aber nicht so sein, muss jetzt nicht so sein, dass alles aufs Internet gestellt wird, es wären dann 300 Verträge, aber das ist dann auch vielleicht nicht zielführend. Also Transparenz ist wichtig, klare Kriterien ist wichtig, ich glaube auch die Hochschule lernen noch ein bisschen, können noch lernen, will ich gar nicht verneinen. Dafür zu sorgen, dass diese Einflussnahme nicht passiert, ist entscheidend für die ganze Sache. Ohne das würden wir alle verlieren. Andretti, es gibt Beispiele, wir haben x-mal, einige Male auch Donationen gesagt, das passt uns weniger. Wir haben einige Male auch schon Gelddonationen zurückgegeben, weil die Einflussnahme plötzlich in eine Richtung geführt hat, die man sich da nicht vorgestellt hat. Das muss man auch tun, das gehört auch dazu. Also ich bin mit Ihnen inhaltlich, aber ich appelliere, auf die konkreten Beispiele zu gehen und wirklich zu schauen, was wir machen und dafür zu sorgen, dass diese Unabhängigkeit gewahrt bleibt, so wie sie sein muss. Es ist, also die Bewertung von Gut und Böse ist ja auch immer irgendwie dem Zeitgeist unterlegt, bis zum gewissen Grad. Und zwar habe ich ein Beispiel aus dem Bereich des Spenden. Früher gehört es ja zum guten Ton, eigentlich anonym zu spenden. Und durchaus hat man auch namhafte Spenden anonym getätigt. Und das wurde von keinem schlecht befunden. Heute klingeln bei den meisten Alarmglocken, wenn sie eine anonyme Spende bekommen. Und da merkt man schon, allein auch jetzt hier am Raunen im Saal, dass sich natürlich die Bewertung dessen auf Grundlage der gesellschaftlichen Entwicklung verändert hat. Auf Grundlage dessen, was aktuell in der Gesellschaft als wichtig erachtet wird. Früher war das ein Ausdruck sozusagen, die rechte Hand sieht nicht, was die linke tun darf. Und heute ist es eher die Frage, naja, da hat jemand was zu verstecken. Jetzt zunächst mal die Frage an Rissi, würden Sie einer anonymen Unterstützung zustimmen? Also wenn jetzt jemand zu Ihnen kommen würde, sagen würde, ja, super, ihr habt viel Geld, wir brauchen was, aber wir dürfen das nicht sagen, dass ihr das seid. Nein, mit der Stiftung würde ich das auf keinen Fall machen. Alles, was die Stiftung macht, soll sichtbar sein. Ich meine, die Öffentlichkeit hat ein Interesse zu verstehen, was die Stiftung macht, weil es entgeht ihr irgendwo auch Steuergeld. Nicht sehr viel, aber doch einiges mit der Stiftung. Das ist ganz klar, dass das transparent gehalten muss. Etwas anderes ist es bei einer Firma. Da ist es so zum Beispiel, dass unsere Firma einen großen Anteil dessen, was sie
was sie macht, weltweit anonym macht, teils auch aufgrund von Regulationen, weil wir nicht darüber sprechen dürfen. Ich glaube, aus meiner Erfahrung ist die Anonymität eher eine Gefahr für den Empfangenden als für den Gebenden, weil es gibt ein breites Publikum, das diese Organisationen beobachtet und wissen will, ich glaube auch legitimerweise, wo das Geld herkommt. Ich bin kein großer Fan von dieser Anonymität, obwohl sie in der Bibel ja angemahnt wird, das ist schon schön. Fragen wir doch den Empfänger. Also, Ihre Stiftung mit anonymen Spenden um? Das sagen, was anonym bedeutet. Es gibt zwei Sachen von anonym. Eine ist, da kommt jemand mit einem Koffer Geld und sagt nicht, wo es herkommt, das ist anonym. Und das zweite anonym wäre, jemand kommt, wir kennen ihn, den Peter Müller, aber er sagt, er möchte nicht genannt werden. Das sind zwei verschiedene Sachen. Der erste Fall würden wir nicht akzeptieren, den zweiten Fall würden wir akzeptieren. Also wenn jemand kommt, vertrauenswürdige Person, das Geld wird über eine offizielle Schweizer Bank überwiesen, das heißt geprüft, staatlich und so weiter, dann respektieren wir, wenn jemand sagt, dass er nicht genannt werden will im Jahresbericht, aber den kennen wir, das ist nicht anonym für uns. Das andere, wenn jemand schickt Geld, dann einfach so, dann schicken wir es zurück. Weil das geht nicht, das ist zu viel unklare Sachen und das muss man klären, das geht nicht. Herr Thielemann, ist Spenden nicht oft auch ein Ausdruck des Misstrauens gegenüber dem Staat? Also viele der Stifter sagen natürlich, sie wollen der Gesellschaft was zurückgeben, viele sagen aber auch sozusagen, dass ihnen im Grunde das, was... dass sie nicht einfach das Geld dem Staat geben wollen, weil die Verteilung, die der Staat macht, ihnen nicht passt. Ja, es kann so sein. Ich wollte auch nur die Gelegenheit nutzen, dieses Verhältnis, was ich sehr schwierig finde eigentlich. Aber mein Hinweis sozusagen auch mit Warren Buffett, der würde ich sagen, ich glaube, das wird er auch so sehen, dass es zunächst mal darum geht, weil das ist eine ganz andere Dimension übrigens in der Wirkung. Das in der heutigen Zeit zu sehen, in der vor allen Dingen die Vermögen deutlich tiefer besteuert werden, als sie es mal wurden. Und das ist eine Frage, da muss man volkswirtschaftliche Zusammenhänge verstehen, die ich mich bemühe, seit einiger Zeit immer besser zu verstehen, um zu verstehen, wie ungeheuer wichtig das ist und wäre. Für das Weltwohlergehen, sage ich mal. Wenn man das versteht, und ich glaube, das ist von allergrößter Wichtigkeit. Und wenn man sieht, das war früher noch viel höher. Vor dem Hintergrund. So. Vor dem anderen Hintergrund, ich muss sagen, ich finde das schwierig. Ich finde das tatsächlich nicht einfach. Man muss das immer im Verhältnis auch sehen. Man könnte jetzt auch sagen, also sagen Sie, ja, wir lehnen noch ab, ja, weil Sie können sich das leisten. Aber was ist, wenn Sie es nicht leisten können, als eine ehemals vielleicht staatlich finanzierte und unterstützte Institution, die wichtige Beiträge leistet? Das ist jetzt eine inhaltliche Beurteilung, die müsste man in dem Fall natürlich dann beurteilen, aber wir sagen, das ist eine wichtige Institution. Und dann bekommen Sie es nicht mehr und dann kommt derjenige und der kann das eben aus der Portokasse dann sagen, weil er wird ja nicht mehr besteuert und nimmt dann Einfluss, vielleicht unguten Einfluss dann auf. Was ist denn damit? Die Frage, die wir heute diskutieren, also aus meiner Position ist, da gibt es kaum je einfache Antworten. Aus meiner Sicht geht es mal darum, das Bewusstsein zu schärfen für alle Beteiligten, die in ihrer Verantwortbarkeit aufgerufen sind. Aber vor dem Hintergrund würde ich wieder eher auf der Besteuerungsseite. Also angesichts der Privilegierung von Kapitaleinkommen, vor dem Hintergrund sage ich das. Aber zu sagen dann, Staatsbürgerpflicht zu sagen, mir passt das nicht, wie der Staat sein Geld ausgibt und ich möchte lieber spenden. Ich glaube, das ist jetzt eine andere Diskussion, nämlich eine Diskussion von Staatsbürgerethik. Ich glaube, die Position ist nicht tragfähig, staatsbürgerethisch betrachtet. Dann muss man eben das zusätzlich noch irgendwie haben oder sich absparen, was man da leisten möchte. Das ist meines Erachtens das ist auch einer modernen demokratischen Gesellschaft einfach unwürdig, ein solches Verständnis. Das ist Gönnerhaftigkeit und sich über die Demokratie. Man kann ja teilnehmen in dem demokratischen Diskurs. So wie Herr Stronach in Österreich. Wiederum problematisch natürlich. Ich meine, ja. Ja, Herr Müller, was halten Sie dann von dem Grundsatz, dass Stiftungen vornehmlich dort aktiv sein sollten, wo der Staat nicht selber tätig ist? Ja, das bin ich jetzt natürlich auch geschult vom Stiftungstag. Das geht natürlich nicht. Also die Stiftungen müssen sich ja gegen
zwei Paradigmenwechsel wären, und da bin ich voll überzeugt, dass das so stimmt. Die Stiftungen müssen aufgrund ihrer eigenen Ethik, ihrer eigenen Reflexion, was ist für mich gut, Dinge tun, und sie dürfen sich nicht in den Dienst des Staates stellen, weil sie wissen, was sonst passiert, sonst zieht sich der Staat zurück und sagt, jetzt sollen das die Stiftungen machen. Das andere Paradigma, das wir hier nicht diskutieren, soll nur erwähnt sein, dass die Stiftungen aufgrund der Entwicklung der Finanzmärkte nicht mehr aus den Kapitalerträgen etwas tun können, sondern vermutlich auch aus ihrem Fundament, also ihr Stiftungsvermögen aufbrauchen sollen, weil sie damit dann über eine gewisse Zeit mehr Wirkung erzielen können, als wenn sie nur wenige Kapitalerträge mit viel Organisationsaufwand jedes Jahr auszahlen. Also das wäre ein Lösungsansatz. Jetzt ein anderer, der viel diskutiert wird, ist eben, dass es allgemeine Richtlinien geben soll. Also zum Beispiel bei den Hochschulen wird das diskutiert, aber auch in anderen Situationen. Jetzt, wem helfen denn allgemeine Richtlinien? Vielleicht zuerst. Ich denke, jede Organisation, die Spenden empfängt, egal ob Hochschule, muss ihre Prinzipien haben und irgendwie definiert haben, wie das geht, wenn jemand eine Spende macht. Ob man das jetzt verallgemeinern soll, schweizweit, der Global Swiss Policy, habe ich den Eindruck, man würde den einzelnen Organisationen nicht gerecht werden, die verschieden gelagert sind. Und da würde ich jetzt, glaube ich, das Subsidiaritätsprinzip bringen in der Schweiz. Dass man das hat, ist gut, aber man soll es nicht vereinheitlichen, wenn es nicht nötig ist. Und jede Organisation muss ihre eigenen Prinzipien selbst definieren. Dass sie definiert sind, finde ich in Ordnung. Aber ich würde es nicht ver... Ich glaube, da gibt es zu viele Diversitäten, das wäre, glaube ich, ganz schwierig. Ja, ganz extrem. Wem nützt es? Wie immer, wenn man das macht, dann entwickelt sich eine Consulting-Branche, die davon profitiert, aber die Wirkung ist sehr gering. Ich teile Ihre Meinung. Jede Stiftung muss mit dem gesunden Menschenverstand diese Frage für sich beantworten und das jedes Jahr wirklich wieder thematisieren. Und wenn Sie allgemeine Richtlinien machen, dann kann ich Ihnen garantieren, dass genau der Fall, der für Sie wesentlich ist, in den Richtlinien nicht abgedeckt ist. Ich glaube, dass es solchen, die willig sind zu spenden, schon helfen würde, wenn sie jeweils verstehen würden, was die einzelnen Organisationen genau meinen zum Thema Geld und mit wem ja und mit wem nein. Ich glaube auch, dass diesen Organisationen helfen würde. Ich denke, ein einigermaßen flexibles Regelwerk wäre insofern nützlich, als man vielleicht dann auch zu einem gesellschaftlichen Konsens kommt für das, was akzeptabel ist und was nicht akzeptabel ist. Dass wir das nicht haben heute, das hat man gesehen an diesen sogenannten Skandalen, das sieht man an den Mediendiskussionen zu diesen Themen. Es wäre schon hilfreich, wenn es Bestrebungen gäbe, die in Richtung eines allgemeinen Verständnisses dessen, was möglich ist, gehen. Und schlussendlich, selbstverständlich, jede Organisation muss selber entscheiden, mit wem sie arbeiten will und wie. Ich persönlich finde es einen sehr heilsamen Prozess, wenn jede Organisation durch diesen Fragenprozess geht und auch Antworten findet, um nicht in die Falle zu gehen, dass man natürlich sieht, Unterstützung wird schwieriger und knapper und die Stiftungen werden dann plötzlich mit anderen Augen betrachtet und drei Wochen später gibt es einen neuen Stiftungsrat, der hat andere persönliche Meinungen und Präferenzen und die ganzen Sachen müssen wieder von null verhandelt werden. Also von einem rein praktischen Gesichtspunkt glaube ich schon, dass Diskussionen nützlich wären und Antworten. Ja, wir sind nicht ganz d'accord, würde ich sagen, keine Überregulierung, aber sich Gedanken machen und das festhalten, wie wir das Kind mal nennen, Code of Conduct, aber nicht unbedingt Regelwerk, aber ich glaube zu einer Stiftung, die ja sozusagen als Institution, auch um Dauerhaftigkeit muss sich diese Stiftung irgendwann mal sagen, wofür wir eigentlich stehen, um auch Kontinuität zu haben. Ja, du hast noch... wir sind verwöhnt in der Schweiz, wir haben doch ein relativ hohes Niveau in diesen Diskussionen und in Deutschland auch, aber wenn Sie zum Beispiel Staaten wie Schweden, wenn Sie da mit Kulturinstituten reden, zum Beispiel als Firma, die verstehen überhaupt noch nicht, was hier besprochen wird, dass es jetzt so ist, dass vielleicht der Staat irgendwann nicht mehr alle diese Kosten für die wunderschöne Royal Opera decken wird, sondern dass andere Quellen alimentiert, also genützt werden müssen. Und das bringt zum Teil die Leute in wahnsinnige Probleme. Ja, meine Damen und Herren, wir
sind am Ende gekommen, sofern Sie nicht irgendwelche großen Einwände haben. Schließe ich gerne mit zwei kurzen Zitaten. Das erste ist von Seneca, der geschrieben hat, man irrt, wenn man denkt, Schenken sei einfach. Und ich glaube, das kam auch heute hier zur Sprache. Eben, es ist unheimlich komplex, Philanthropie zu betreiben, und diese Herausforderung stellen Sie sich alle auf die eine oder andere Art und Weise. Und die zweite ist, das zweite Zitat ist von Jeremias Gotthelf und vielleicht etwas versöhnlich aus seinem Roman Geld und Geist, denn dort resümiert er, wo der Geist eine Heimstatt hat, kann Geld sehr wohl zum Segen werden. Ich wünsche einen schönen Abend. Das heißt, das ist nicht.